Konstantin kann das alles unmöglich ernst meinen. Wir sind Freunde. Punkt. Er hat sich von Natascha getrennt und seine Mutter verloren. Jetzt bin ich ihm am nächsten. Aber dass er um mich kämpfen will, wohin soll das denn führen? Für unsere Liebe ist es zu spät. Hey, du bist ja noch wach. Ich dachte, du schläfst längst, wenn ich nach Hause komme. Du, willst du auch einen Tee? Ja, sehr gerne. Du wirkst so nachdenklich. Ist ein Problem? Ach du, ich habe nur nachgedacht über die ganzen Hochzeitsvorbereitungen. Es gibt noch so viel zu entscheiden und... Hey, hey. Zusammen schaffen wir das schon. Bist du schön. Und übrigens, André ist wieder mein Trauzeuge. Ach, das ist schön. Ja? Nein, das ist großartig. Oh mein Gott, was für ein Glück. Ja, vielen Dank. Ihnen auch. Wiederhören. Wiederhören. Marlene, ich habe dir doch von Professor Zellentin erzählt, oder? Mhm, von dieser Fortbildung. Ja, genau. Und der macht doch jetzt diese hochriskante Operation an der Wirbelsäule. Ja, aber waren da nicht alle Plätze belegt? Genau. Und einer der Kollegen ist jetzt ausgefallen und ich kann nachrücken. Echt? Du fährst nach Hamburg? Ja, um Gottes Willen. Meine Güte, ich weiß, ich hätte dich vorher fragen sollen, aber... Ich habe mich auf diese Liste setzen lassen, aber ich habe noch nicht wirklich damit gerechnet, dass das passiert. Es ist eine Riesenchance für mich. Weißt du was, dann komme ich einfach mit. Hm? Ich hätte total Lust, mal hier ein paar Tage rauszukommen. Dann machen wir so eine schöne Zeit in Hamburg, oder? Weißt du, wie mein Zeitplan da ausschaut? Ich werde den ganzen Tag im Krankenhaus sein und am Abend mit den Kollegen zusammensitzen. Ich hätte nicht eine Minute Zeit für dich. Ich verstehe. Und dann hätte ich noch ein schlechtes Gewissen. Deswegen. Na gut, dann fall rein. Weißt du was, wir holen das nach. Wir beide, wir machen eine wunderschöne Reise. Ich liebe dich. Und was die Hochzeit betrifft. Ich habe mit André gesprochen. Wir können einiges abgeben. Die Frau Jentsch soll eine ganz großartige Konditorin sein. Die Termine habe ich abgesagt. Das Flugticket ist ausgedruckt, Hotel ist reserviert. Taxi ist bestellt. Mhm. Papiere, Geld. Ja, ich habe alles. Du brauchst Klamotten zum Anziehen. Es ist gar nichts dabei. Um Gottes Willen, die habe ich zu Hause. Ach, ich war langsam alt. Pass auf, ich fahre mit dem Taxi nach Hause und fahre dann direkt zum Flughafen und... Ja. Ich rufe dich an, wenn ich angekommen bin, ja? Schatz, dein Koffer! Oh! Um Gottes Willen. Was tät ich bloß ohne dich? Ah, Herr Riedmüller! Hallo! Ich will gar nicht stören. Nein, Sie stören doch nicht. Warum auch? Hallo, wie geht's Ihnen? Ruf dich an, wenn ich angekommen bin und der Ausfall als Wedding Planner, das tut mir leid, aber das mache ich wieder gut, wenn ich von Hamburg zurück bin, okay? Ja, da bestehe ich drauf, natürlich. Ja. Ja. Ich rufe dich an, wenn ich angekommen bin, ja? Schönen Tag noch. Michael, warte, ich begleite dich noch zum Taxi. Hast du Lust auf eine weitere Reitstunde? Ich sattel die Pferde und wir machen den ersten Ausritt. Nee, da habe ich keine Lust drauf, nee. Ich will meine Zeit gerade nicht mit dir verbringen, weißt du? Kannst du es bitte akzeptieren? Ich werde um dich kämpfen, weil ich dich liebe. Ich will aber nicht, dass du um mich kämpfst. Man kann um Liebe kann man nicht kämpfen. Doch. Ich weiß jetzt,
was ich wirklich für dich empfinde. Und ich bin mir sicher, dir geht's genauso. Warum kämpfst du dagegen an? Hör auf, Till. Hör auf. Warum läufst du vor dir weg? Weil ich dir nicht das geben kann, was du von mir erwartest. Ist es wirklich so? Schau mich an. Schau mich an und schwör mir, dass du nichts für mich empfindest. Wir sind Freunde. Bitte, mach das nicht kaputt. Schwör's. Ich geh mich jetzt um meine Hochzeit kümmern. Alle Künstler haben Lampenfieber. Und das ist auch gut so, weil das Adrenalin einen zu Höchstleistungen pusht. Ja, aber ich hatte doch gar kein Lampenfieber. Ja, natürlich nicht. So, jetzt konzentriere dich auf heute Abend und dann entspann dich. Ja, ich merk's schon. Das hilft wirklich was. Mir geht's schon viel besser. Klappe, Augen auf. Auch das wäre reizvoller, wenn du das Kleid angelassen hättest. Mann, du bist so frech. Du bist Marlene, mein Schatz! So nervös bist du, ja? Dass du den Kopfstand machen musst. Mein Engelchen. Was mache ich denn bloß, wenn bei der Matinee meine Stimme versagt? Mami, ich bin sicher, es wird alles gut gehen. Ich kenne dich doch. Hast du mit Konstantin gesprochen? Nein, das habe ich noch nicht geschafft. Mein Schatz! Du musst einfach mit ihm reden, wenn ich weiß, dass er da ist. Das gibt mir Kraft und Zuversicht und es zeigt mir, dass er mich noch mag. Marlene, er ist neben dir immer noch der wichtigste Mensch in meinem Leben. Mama, und ich würde alles dafür geben, ihn wieder zurückzubekommen. Alles. Mama, er hat dich verlassen. Er liebt dich nicht mehr. Ja, aber vielleicht ist er eines Tages wieder bereit für die Liebe. Es ist nie zu spät. Mama, du musst ihn vergessen. Das kann ich nicht. Bitte glaub mir, du wirst hier nur falsche Hoffnung machen. Bitte glaub mir das. Frau Jetsch? Frau Schweizer, hallo. Hallo. Wie geht's Ihnen denn? Danke. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich gehört habe, dass Herr Konopka Sie für eine fabelhafte Konditorin hält. Wie nett von ihm. Kann ich Ihnen denn irgendwie helfen? Ja, ich benötige eine Hochzeitstorte. Für Sie selber? Ja. Oh, wie schön. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, was haben Sie sich denn vorgestellt? Das klassische weiße Modell mit dem Brautpaar als Krönung obendrauf oder irgendwas ganz anderes? Also ganz ehrlich? Mhm. Ich habe mir eigentlich noch gar nicht solche konkreten Gedanken drüber gemacht. Ja gut, dann mache ich mir welche. Und dann suchen wir zusammen Ihre Traumtorte aus. Das klingt gut. Vielleicht fällt mir ja irgendwas Symbolhaftes als Verzierung ein. Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Hier? Im Fürstenhof? Im Rosenbeet? Das ist aber ein schöner Zufall. Er hat mich sozusagen aufgefangen. Aufgefangen? Mhm. Wow. Zum Glück hat nicht jeder. Ach was, Sie sind doch gerade erst hier angekommen. Hm? Naja, jedenfalls finde ich es wunderschön, wenn ein Paar so glücklich ist, dass es sich die ewige Liebe schwört. Was machst du denn hier?
muss dich sehen. Mit dir reden. Das ist Mamas erstes Konzert nach der Kehlkopfquetschung, wenn hier was schief geht. So eine Wohnungsgeschichte oder sowas dazwischen gekommen ist. Völlig egal. Viel Glück. Kann ich gebrauchen. Ja, dann. Ich möchte nicht viele Worte verlieren. Sie sind heute hier gekommen, um mich wieder singen zu hören. Und das tue ich jetzt. Noch weiter singen, die Presseleute sind doch gegangen. Oh, das war jetzt nur ein ganz kleiner Scherz. Eine kurze Pause und dann geht's weiter. Einen heißen Brombeersaft, bitte. Und? Wie war ich? Besser als je zuvor. Ich bin so erleichtert. Vor allem, dass du auch gekommen bist. Mama, du warst ganz toll. Ja. Mein Schatz, du hast auch wundervoll gespielt. Ich wünsche euch noch ein schönes Konzert. Aha, gehst du schon? Ja, ich muss los. Ja, dann bis bald. Da hast du doch deine Finger im Spiel. Dass er gekommen ist. Du hast auch noch mit ihm gesprochen. Nein. Du hinterlistiges Kleins, bist du? Danke. Danke, danke. Konstantin ist gekommen. Wenn das kein Zeichen dafür ist, dass ich vielleicht doch noch eine Chance habe.